Kindswohlgefahr bei fehlendem Kindergartenbesuch oder Krippenbesuch? Ich kann das ganz klar beantworten: Nein. Denn der Kindergartenbesuch ist ja nur eine Form der staatlich gewünschten Erziehung, geht aber am Themenkreis eigentlich vorbei. Was für ein Kind sicher wichtig ist, dass es rechtzeitig soziale Kontakte sammelt. Das kann über Vereine passieren, das kann über Freunde passieren, das kann über täglichen Besuch am Spielplatz passieren. Das kann bei einer Großfamilie auch über die eigenen Geschwister passieren, wobei natürlich Fremdeindrücke sicherlich sinnvoll sind. Natürlich kann es auch unterstützend über den Kindergarten passieren, aber muss das sein? Kann man einer Mutter aufbefehlen, dass sie auf ihr Kind verzichten muss? Natürlich ist man als Mutter ja auch mal froh, wenn man mal in Ruhe einen Haushalt machen kann oder wenn man einfach vormittags arbeiten gehen kann, je nachdem, wie halt die persönliche Lebensplanung ist. Aber kann der Staat sagen, das ist das, was wir wünschen, das muss immer so sein? Ich meine, nein. Das hat auch mit Kindswohlgefahr nichts zu tun. Zumal, ja, wenn solche Desozialisierungen stattfinden würden, wären ja konkrete Anzeichen bei einem Kind vorhanden. Kinderärzte zum Beispiel schauen ja drauf, wenn ein neues Kind sie besucht. Ist das Kind in der Lage, mit dem Arzt zu interagieren? Versteckt es hinter der Mama und hält nicht einmal einen Blickkontakt? Das wären so Anzeichen, die da sind, ja. Aber dieses blöde Geschwätz, wenn das Kind nicht in den Kindergarten geht, dann erwarten wir das. Das ist Blödsinn, ja. Entweder konkrete Anzeichen, dass da was nicht passt, oder eben es ist gar nicht notwendig, weil eben auf sonstige Art und Weise das alles sichergestellt ist. Und deshalb, liebe Eltern, lasst euch da auch nichts einreden. Ihr entscheidet nach eurem besten Wissen und Gewissen. Es gibt sowieso nicht immer ein richtig oder falsch, sondern oftmals verschiedene Nuancen von richtig und auch ein paar Nuancen von falsch. Der Staat hat hier aus meiner Sicht sich rauszuhalten.